Catchers und du bist euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video von in diesem Video zocken wir, haltet euch fest, Call of Duty Vanguard, oh yeah Leute. Denn wir stellen uns heute wieder mal die Frage, die Fragen aller Fragen, ist Call of Duty Vanguard im Jahr 2023 noch spielbar? Das und vieles mehr nach der Werbung. Ich habe immer noch keine Werbung. Alright, Freunde, ich habe viel gelabert, bis habe ich keinen Input geliefert. Die einzige Info, die jetzt wichtig ist, ist, dass wir heute testen, ist Call of Duty Vanguard im Jahr 2023 noch spielbar? Wir droppen auf Ship das Haus 24/7 ohne Serien. Ohne Serien ist, glaube ich, ohne Abschussserien. Also hier gibt es keine Killstreaks, das ist ziemlich cool. Hier gibt es nur das richtige Gemetzel. Oh mein Gott, ich merke gerade. Okay, Freunde. Da ist sie, die PPSH. Oh mein Gott, so lange habe ich sie nicht mehr gespielt. Hallo PPSH, wie geht es dir? Mein Schatz, meine wunderschöne PPSH, wo ich nur aus der Hüfte geschossen habe. Call of Duty Warzone 1 Zeiten, meine Damen und Herren. Das waren noch Zeiten, heilige Scheiße. Schreibt mir jetzt in die Kommentare, Leute. Wart ihr auch damals schon in Warzone 1 dabei, als ich mit dieser Waffe hier rasiert habe? Ich muss ehrlich sagen, Leute, ich fand Call of Duty Vanguard nicht so schlecht. Ich weiß, es gab viel Hate und so. Aber spätestens, wenn 2023 neues COD rauskommt, sagen alle, hey, warte mal, Vanguard war doch gar nicht mal so schlecht. Ich sehe es jetzt schon kommen. Alright, Freunde, nach 4 Monaten, glaube ich, und nach 5 Monaten endlich wieder ein Chip. Ja, endlich wieder auf Shipment Vanguard. Warte mal, das ist kein Shipment, das ist das Haus. Das laber ich. Und Leute, ich werde gleich zum ersten Mal mit der PPSH schießen. Zum ersten Mal. Oh mein Gott, oh mein Gott. Gut, ich weiß nicht mal. Ich werde erstmal. Alright. Cool. Ach du Scheiße, ist das Movement hier krass. War das gerade ein Lag? Ich wurde zurückgebooft. Also an alle, die Warzone 2 hätten wegen dem Movement. Ich glaube, wenn ihr Vanguard zockt nach Monaten wieder, dann ich glaube, ich check jetzt euch. Ich check eure Meinung. Also es ist wirklich schnell. Man lädt hier schnell nach. Man ist hier richtig schnell. Hier sliden, durch, tot. Hier sliden. Kurz die Spritze geben. Sliden hier durch. Und komplett veraim. Holy shit. Das alte Movement Slide kennst du. Ich glaub's nicht. Wie geil ist das? Guckt euch das an. Das, Leute, also ihr könnt Call of Duty Vanguard hassen, aber das Movement hier ist einfach nur geil. Guckt euch das an, Leute. Call of Duty Vanguard ist im Jahr 2023 noch spielbar. Zockt es, solange es noch spielbar ist. Denn irgendwann wird die Zeit kommen, wo ich... Warum rede ich immer so... Wieso rede ich immer so dramatisch? Zockt auf jeden Fall Call of Duty Vanguard, Leute. Falls ihr das Spiel gekauft habt, zockt es. Ich weiß, es wird viel gehatet und viele mögen es nicht. Aber jetzt, nachdem ihr Warzone 2 die ganze gespielt habt oder Call of Duty Modern Warfare 2, ist dieses Spiel wirklich so eine Erleichterung. Es macht wirklich Spaß. Ich zock gerade mal 20 Sekunden das Spiel hier. Hab nur auf die Fresse bekommen. Oh, 30 Kills? Digga, der war... Ich mach Kills. Leute, man merkt wirklich erst Sachen, die man vermisst, wenn sie wirklich weg sind. Deep. Ich weiß, Deep. Ich weiß, Deep. Schnell, hier, Snipe-Cancel, bam. Tot, drehen. Hinter uns, oder? Da ist noch jemand. XP20 sniped mich. Also, Leute, falls ihr dieses Video, höchstwahrscheinlich werde ich dieses Video hier als auch als TikTok-Video oder als YouTube-Shorts verpacken. Warte mal, schaut jemand überhaupt YouTube-Shorts? Also, Freunde, falls euch der YouTube-Algorithmus dieses Video hier empfiehlt und ihr seid nicht Abonnent oder ihr kennt mich gar nicht und ihr seht dieses Video, zockt Call of Duty Vanguard. Dieses Video soll euch zeigen, dass Call of Duty Vanguard nicht tot ist und es bockt sich. Es bockt sich gerade sogar mehr als Modern Warfare 2. Und das hat was zu bedeuten. Also, falls ihr das hier auf TikTok seht, zockt auf jeden Fall hier Vanguard. Das ist euer Zeichen. An alle, die dieses TikTok hier sehen, zockt Call of Duty im Jahr 2023. Ihr werdet es nicht bereuen. Das Movement ist geil, die Waffen klingen geil. Alles ist geil. Also, seht Leute, ich spiele gerade nicht gut, trotzdem habe ich Spaß. 32 Kills habe ich sogar... In Call of Duty Vanguard geht's über Level 1000? Level 2197. Halt die Fresse, er hat dieses Spiel inhaliert. Also ich kann es nur nochmal sagen, Leute. Zock Call of Duty Vanguard. Macht es. Download es jetzt. Pausiert nicht das Video, sondern lasst es im Hintergrund laufen. Download das Video im Hintergrund. Falls ihr eine Bambusleitung habt, weil wir in Deutschland leben, gut, dann könnt ihr kurz das Video pausieren, okay? Pausiert kurz das Video, download euch Vanguard, schaut euch das Video zum Schluss an und dann zockt Call of Duty Vanguard. Zockt Call of Duty Vanguard im Jahr 2023, denn ihr werdet es nicht bereuen, Leute. Ihr werdet es nicht bereuen. Call of Duty Vanguard macht Spaß. Guckt euch dieses Spiel an, Leute. Das Movement ist das alte, was ihr kennt. Es ist einfach nur Liebe. Es ist einfach nur Liebe. Man ist hier schnell, man macht hier Kills. Es ist einfach nur geil. Oh mein Gott, leck mich am Arsch. Ist das geil! Falls ihr aktiv meine Twitch-Streams verfolgt, wisst ihr ganz genau, dass ich sehr oft nur Warzone talk oder MW2. Ich würde mal sagen, Leute, ab nächste Woche, falls dieses Video online kommt, startet ihr die nächste Woche. Ich werde absolut Vanguard zocken. Absolut nur noch Vanguard, let's go, Digga. Ich werde der YouTuber sein, der Vanguard wieder zurückbringt. Dieses Spiel darf niemals sterben. Warte mal kurz, jetzt, wo ich gerade dieses Spiel hier zocke, wieso hat Call of Duty Vanguard so viel Hate? Also, ich zocke gerade dieses Spiel und es macht Spaß. Also, was war das Problem? Wieso haben es viele gehatet? Habt ihr es einfach nur gehatet, weil ihr keine eigene Meinung habt?
Weg mit dir, Buddy. Kurz die Spritze geben, heilen, hier durchpushen, weil wir hier schneller sind, weil das Movement geil ist. Hier aus der Hüfte schießen, Spritze rein, hier, bam, easy. Easy. Guckt euch das an, Leute. Oh mein Gott, ist das geil. 48 Kills, wichtig und richtig. Weg mit dir, Buddy. Weg mit dir. 50 Kills. Erste Runde des Tages, by the way. In Modern Warfare 2 jetzt, glaube ich, so vielleicht 10 Kills. So, durch das Movement sind wir hier auch richtig schnell, weil es das Call für die Vanguard-Movement ist und hier können wir richtig schnell moven. Hier aus der Hüfte schießt, kurz die Kills machen, kurz nachladen. 3, 2, 1 und weiter die Kills machen. 3, 2, 1. Easy peasy. Leute, zockt Vanguard, zockt Vanguard. Bitte, Leute, zockt Vanguard. Das Spiel ist absolut krass. Holy shit. Also während ich halt wirklich dieses Spiel hier spiele, versuche ich halt wirklich irgendwie reinzubekommen, warum Vanguard so verhasst war. Wieso? Was war da falsch? Vergesse ich hier irgendwas? Wird jetzt die zweite Runde durch Skillbuild Matchmaking irgendwie komplett schwierig? Oder was habe ich verpasst? Weil das Spiel macht Spaß. Ich laufe hier durch, mache Kills. Hier passiert nicht. Guck mal. Ich mache nur die Kills, die sterben einfach vor mir. What the fuck? Das sind einfach Bots. So, moin. Hallo, servus. Hier, oh, aus der Hüfte. Oh, moin, servus. Alles gut bei euch? So, kurz hier durchlaufen, Peter Griffin kurz holen, kurz die Spritze geben, hier Slide canceln. Aus der Hüfte schießen, ganz entspannt, kurz Spritze geben, aus der Hüfte schießen und verbrennen. Alltag in Call of Duty Vanguard. Also in all jemand das Move in einem MW2 hält, ich check euch, ich check. Ich verstehe euch jetzt langsam. Also wenn man so Vanguard spielt, diesen Kontrast, wie krass sie das Movement in MW2 genervt haben, ist geisteskrank. Das ist wirklich heftig. Aber sie haben es ja komplett genervt, die haben es komplett ruiniert. Guck mal, jetzt bin ich hinter denen, kurz dem. Kurz nachladen, Moment, so, weg mit dir, weg mit dir. Ach du Scheiße, das Spiel ist so geil. Ey, warum hat Vanguard so viel Hate? Warum hat Vanguard so viel Hate? Warum hat Vanguard so viel Hate? 175, 175 und ich habe 86 Kills gemacht. Nach 5 Monaten zocke ich das erste Mal wieder Vanguard, 86 Kills. Ich sage es jetzt zum 20. Mal, zockt Vanguard, Leute. Das ist... Gut, eine Sache haben sie immer noch nicht hinbekommen, sie haben die Killcam nicht gefixt. Auf jeden Fall, Leute, ich würde mal sagen, das ist das Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo. Schaut gerne auf Twitch, beispielsweise von Montag bis Freitag, 18 bis 20 Uhr. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr Call of Duty Vanguard spielt. Wie ihr Call of Duty Vanguard findet. Habt ihr es gezockt? Habt ihr das Spiel? Zockt ihr es immer noch? Gerne in die Kommentare. Und ich würde mal sagen, Leute, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the ride, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me.